Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bothe wird Ihnen präsentiert von der Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menznau und Ottos. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum aktuellen WB-Gespräch, einem Monatsgespräch von Willi Sauer-Bothe. Meine heutigen Gäste sind der Roger Felber und der Reto Burchert, das Trainerduo der ersten Mannschaft vom FC Schütz, wo gerade kürzlich den Aufstieg, den erstmaligen Aufstieg in die Promotion League ganz knapp verpasst hat, aber trotzdem auf die beste Saison der Vereinsgeschichte kann zurückschauen kann. Ja, Roger Felber, mit ein paar Tagen Distanz zu dem Rückspiel des WW überwiegt immer noch die Enttäuschung über den knapp, sehr knapp verpassten Aufstieg oder ist mittlerweile schon ein bisschen Platz für Freude, Stolz auf die hervorragende Saison, die wir gespielt haben? Also zuerst einmal danke vielmals für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Zu Ihrer Frage, es nimmt Tag zu Tag ab. Es hat recht geschmerzt. Es ist so, gerade nach dem Spiel, die Emotionen, Druck auch ein bisschen. Aber ich glaube, jetzt nach ein paar Tagen kann man wirklich zurückschauen, stolz sein auf das, was man geleistet hat. Es war eindrücklich gewesen, die ganze Saison. Es war wirklich grandios gewesen. Sein Töpfchen hat gefehlt, aber es geht weiter. Von dort her, wir sind uns am Erholen. Hand aufs Herz und bei aller Enttäuschung über den verpassten Aufstieg. Ist es vielleicht nicht gleich für den FC Schütz, sage jetzt in Anführungszeichen, besser, um in der ersten Liga zu bleiben? Dort, natürlich, wenn alles klappt, ein Spitzenteam zu bleiben, weder die vermutlich doch sehr grosse Herausforderung in der Promotion League als eher kleine Maus müssen sie bestreiten, das nächste Jahr oder die nächste Saison. Ja, danke von mir für die Einladung. Also, ich würde nur kurz sagen, die Herausforderung ist ja das, was Roger und ich extrem lieben. Und von dort her hätten wir uns dem natürlich mit grosser Freude auch gestellt. Natürlich wissen wir auch, dass es sehr viel auf den Verein, aber auch auf die Mannschaft, auf uns zurückkommt. Aber wie ich gesagt, die Herausforderung ist etwas, was wir lieben und auch, wenn man Sportler ist, sucht man natürlich immer das Maximum. Und das wäre eigentlich das gewesen, was wir sehr gerne hätten gemacht, realisiert hätten. Und ich bin auch überzeugt, mit dem ganzen Support, den wir auch erleben dürfen, Fans, Verein und so weiter, wir hätten es können stemmen. Was dann weiter passiert wäre in der Promotion, hätten wir uns überraschen, aber auch da hätten wir dann sicher beim einen oder anderen das Rezept gehabt. Nichtsdestotrotz wären es auch tolle Gärtner gesehen, wo wir dort hatten dürfen, sprich Riens, Cham, Luzern U21 und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen wieder schauen, dass wir wieder in Gang kommen, auch in der neuen Runde. Und von dort her denke ich, es kommt immer so, wie es kommt. Und es gibt so ein Sprichwort, wenn es sich noch nicht nach dem anfühlt, wie man, wenn es zu Ende ist, dann ist es aber auch noch nicht gesendet. Also demzufolge, wir arbeiten daran, wir werden weiter arbeiten und dann auch wieder, wie wir es immer sagen, Spiel für Spiel nehmen und dann Ende Saison wieder schauen. Und das wäre eigentlich mehr oder weniger die Antwort auf die Frage. Ja. Auf die nächste Saison, die Herausforderung, werde ich sicher später noch zurückkommen. Jetzt würde es mich aber interessieren, ihr habt ja schon in der letzten Saison eine sehr gute Saison gespielt. Dort der Aufstieg spiele ich nur ganz knapp wegen dem Goalverhältnis verpasst. Mir ist klar, es sind immer viele Sachen, die zusammenstimmen müssen, aber gleich, wenn Sie jetzt so ein bisschen vielleicht vergleichen, die letzte Saison und jetzt die, wo sind vielleicht die entscheidenden Punkte gewesen, wo die Mannschaft nochmal einen Schritt können führen machen, um dann ja, am Schluss eben, nicht nur in die Aufstiegsspiele kommen, sondern als Tabellenerste mit einer sehr guten Punktausbeute? Ja, ich glaube, wir haben ja unsere Lehre auch ein bisschen gezogen daraus. Also, wir haben ja letztes Jahr eigentlich schon mit dem dritten Rang ist hervorragend gesehen. Ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt. Ich bin ehrlich gesagt froh gewesen, dass wir in die Aufstiegsspiele gekommen, weil wir haben ein knappes Kader gehabt. Wir haben mehrere Spieler gehabt, die am Anschlag gelaufen sind. Und ich wäre überzeugt gewesen, die Aufstiegsspiele wären nicht gut gewesen. Wenn dann wirklich vielleicht sang- und klanglos untergehst. Von dort her ist es ideal gewesen. Wir konnten die Lehre daraus ziehen. Und, Fakt ist,
dass wir dieses Jahr sicher auch in die Aufstiegsspiele gekommen sind, wegen dem breiten Kader, wegen der Qualität des Kaders. Andere Mannschaften mussten auch müssen, die letzten 4-5 Runden mit der gleichen Mannschaft spielen, in die Aufstiegsspiele. Wir konnten marieren, wir mussten sogar noch Spieler daheim lassen. Von dort her waren wir sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, das ist sicher von dem Standpunkt her ein grosser oder ein wichtiger Schritt gewesen, dass wir uns dort so vorbereitet haben. Ich würde noch gerne kurz auf die Bedeutung von dem Erfolg zu reden kommen. Jetzt kann man sagen, eben, es ändert sich nichts, man bleibt in der ersten Liga. Aber trotzdem waren Aufstiegsspiele, die immer speziell sind. Ein neuer Vereinsrekord, was die Punktausbeute angeht. Bei der Heimspielung gegen Sion und WW zweimal über 1000 Leute, die schauen. Haben Sie schon realisiert, richtig, was Sie zusammen mit dem Team und eben im ganzen Umfeld des FC Schütz hier geleistet und erreicht haben? Ja, ich denke, es ist schon noch ein bisschen früh, also für das Ganze zu realisieren. Und ich glaube eben, wie es Roger gesagt hat, es braucht Tage, vielleicht sogar Wochen, noch ein bisschen Abstand zu haben vom Ganzen, was da alles realisiert ist. Also ich darf so sagen, ich habe heute das erste Mal Spiele wieder angeschaut, also auch meine Zeit gebraucht. Wir werden auch diese Spiele analysieren und noch einmal anschauen. Aber im Grossen und Ganzen braucht es einfach einen gewissen Abstand. Es war eine riesige Sache, Emotionen von himmelhoch auch ein bisschen natürlich zu Tode betrübt. In WW 90 ist plus, machst du das Goal. Mensch, hast das Momentum auf der Seite bei uns und dann kommst du noch einmal so einen Nackenschlag über. Fans, bombastisch, muss man sagen, es ist ein riesiges Erlebnis. Und wenn ich jetzt noch daran denke, oder ich glaube, wenn ich mit allen darüber rede, die dort aktiv waren, die Hühnerhaut, hat man einfach immer noch. Und es ist auch daheim gesehen, wie uns die Fans begrüßt haben, wie alles drumherum aufgebaut ist. Es ist einfach top gewesen, wie sich da unser Verein präsentiert hat. Und ich bin einfach mega stolz, was wir alles erreicht haben. Aber jetzt zum Realisieren, braucht schon noch ein paar Tage und auch Kraft daraus ziehen. Und ich glaube, man kann sehr viel Kraft aus so etwas nehmen. Man kann sehr viele Entscheidungen auch daraus fällen, was wir gut gemacht haben, was wir vielleicht noch ein bisschen hätten adaptieren sollen. Wir suchen ja immer noch das Töpfchen auf mich, was hätten wir anders können machen. Und von dort her braucht es schon noch ein paar Tage. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen schlossen es ist einfach so, dass es ein Top-Event war und das werden wir uns vielleicht 15, 20 Jahre werden immer noch darüber erzählen können und sagen, wie schön das war, die Saison 23, 24. Ja. Jetzt würde ich gerne noch auf Ihre Arbeit und Ihre Philosophie als Trainergespann, wo Sie ja schon seit längerer Zeit und überall sehr erfolgreich gebildet, zu reden kommen. Vielleicht kann man das so relativ konzentriert zusammenbringen. Gibt es so Grundsätze oder eben eine Philosophie, die euch anleitet bei der Arbeit auf und vielleicht auch neben dem Platz? Ja, ich glaube, wie das damals schon zustande kam, als ich der Reto angegangen bin, dass es für ihn mal eine Frage kam oder eine Möglichkeit wäre in Willisau, nachdem der Bühler Godi dann gesundheitshalber aufgehört hat. Es war für mich eigentlich immer wichtig, dass ich eine Person neben mir habe, wo du kannst vertrauen kannst, wo dir aber auch Sachen sagen kann, wo Fußball Spinner ist. Und ich glaube, ich darf sagen, also, ich weiß nicht, ich kenne keinen Zweiten, der so fußballaffin ist, 24-7, wie der Reto. Wir haben uns dort gefunden, wir haben das immer weiterentwickelt und ich glaube, heute können wir sagen, jeder weiß genau, was er machen muss. Wir denken gleich, wir telefonieren, wir haben die gleichen Entscheidungen, bevor wir telefonieren, sehr kongruent. Wir sind privat befreundet mit den Familien, also es ist schon viel, wo man wirklich wo dann das Gesamtpaket gibt. Oder? Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einen loyalen Partner hat neben sich, wo man auch die Ziele oder den Fußball so entwickeln kann, wie wir es jetzt machen. Oder? Also von dort her. Ja, ich kann vielleicht hier einhängen. Sie sind bekannt für eine äußerst akribische, ich habe sehr viel das Stichwort professionelle Arbeit bekannt. Ich habe mich noch gefragt, wie kommt das an? Beim Umfeld, klar, die erste Liga ist sehr ein sehr gutes Niveau. Trotzdem ist das ja auch fordernd für alle Leute um einen herum.
Ja, aber noch eine Frage. Wie kommt das an? Respektive, wie kann man es auch machen, damit man selber die nötige Energie und Bereitschaft immer wieder zweckbringt und die eben auch im Umfeld bei den Spielern, vielleicht auch Vereinsverantwortliche, ja, vorbringt? Ja, es ist schon so. Also, das akribische Arbeiten, das ist aber auch etwas, wo man selber muss auch überzeugt sein vom Ganzen. Also, es kann nicht, ist nicht Sinn und Zweck, wenn ich jemandem etwas gebe und sage, mach jetzt das, und er ist nicht überzeugt vom Ganzen. Man muss das verinnerlichen. Und da, wie Sie es gesagt haben, das ist natürlich schon auch einen sehr grossen zeitlichen Aufwand. Und da müssen wir auch unseren Frauen, Familie auch mal Danke sagen, dass sie uns wirklich auch die Zeit geben. Weil bei mir fängt es meistens nach dem Spiel schon an, dass man das eine oder andere bereits tut, ja, analysieren, respektive man einmal zurückgeht in die einzelnen Situationen, geht dann am Sonntagmorgen, dass man eben jetzt auch, was wir machen, die Laufleistungen und so weiter tut, schon bereits aufarbeiten. Und so weiter und so fort. Also, das ist schon ein relativ grosser zeitlicher Aufwand, den man natürlich nicht könnte machen, wenn man nicht mal den Support hat von daheim, wo meine ganze Familie, wie Roger, seine Familie, Fußball verrückt ist und das auch akzeptiert. Und das ist etwas, das extrem, auch von mir oder von uns geschätzt wird, dass wir so einen super Rückhalt haben. Bei den Spielern, respektive auch wir machen es ja eigentlich von dem aus, dass wir auch den Spieler weiterbringen. Und das soll ja unser Ziel sein, dass wir Spieler, die wir holen, die bei uns dabei sind, dass man ihnen das nicht nur sagen, sondern ihnen auch aufzeigt. Dass man ihnen das wirklich sagen, da könnte man das noch ein bisschen besser machen. Aber immer im konstruktiven Gespräch. Nie wertend gemeint, meine ich, dass man einfach sagt, das hast du falsch gemacht und es gibt nur eine Lösung, sondern eher fragt, was denkst du, was wäre deine Lösung gewesen? Warum hast du dich so entschieden? Und so merken wir auch selber, dass sich die Spieler auch weiterentwickeln wollen. Und wenn man das sieht und jemand hat Freude hinter dem Ganzen, dann hat man auch selber Freude, weil man merkt, das bringt dann etwas im Spielerischen, im Taktischen und so weiter. Also das ist wirklich ein Wachsen miteinander. Das ist sehr extrem wichtig. Ja. Gerne bleibe ich noch kurz beim Aspekt Mannschaftsführung. Ja, ihr habt selber beide Fußball gespielt. Das erlebt in einer Mannschaft sein als Spieler. Heute hört man manchmal eben, die Jungen, das ist nicht mehr das Gleiche. Sie können jetzt gerade sagen, ist das so? Respektive, was sind so vielleicht auch die wichtigsten Kompetenzen, die man eben als Trainer heutzutage muss mitbringen muss, damit es eben auch neben dem Platz stimmt, was ja meistens eine Voraussetzung ist, damit es dann auch auf dem Platz gut läuft? Also das ist essentiell wichtig. Also der Fußball hat sich so verändert. Menschen haben sich verändert mit der Digitalisierung etc. Wir können gar nicht mehr Trainer sein wie vor 15, 20 Jahren irgendwie in der ersten Liga. Und, das ist schön. Ich durfte mehrere Trainer erleben. Ich habe von jedem etwas rausgenommen, wie ich es mal besser machen würde, wie ich es machen würde. Dementsprechend hat man schon so kleine Ding. Ob das mal funktioniert, so, das kann man ja nie sagen. Ich glaube, wir sind relativ gut unterwegs. Was es mit den Spielern betrifft, das ist natürlich schon so. Und ich glaube, das Oberste, wenn ich shoote in dieser Liga, da kann jeder. Und wir haben das Kader dementsprechend auch zusammengestellt, dass für uns eigentlich nicht nur der fußballerische Faktor wichtig ist, sondern wirklich auch das Menschliche und der Charakter. Und wir haben sehr viele Spieler, die einen guten Job haben, irgendeine Position sind, eine Führungsposition oder viele studieren. Sprich, sie sind intelligent. Heisst natürlich, dass sie fordernd sind, dass man muss, Lösungen bringen muss, dass man muss argumentieren muss. Aber dank dem checken sie eigentlich auch schneller und man kann etwas aufbauen zusammen. Und das A und so ist einfach die Kommunikation. Also, früher hat man vielleicht gesagt, ja, du hast gut trainiert, aber spielst nicht und nächste Woche musst du wieder trainieren. Und dann schauen wir dann wieder und das geht heute alles nicht mehr. Du musst Argumente bringen, wieso nicht, wieso spielt der. Und das, damit sie das können akzeptieren und weiter Gas geben, dass wir eigentlich eine Einheit können so zusammenbringen, oder? Und das ist egal, ob das ein alter oder ein junger Spieler ist. Wir haben da Zielvorgaben und dort halten sich alle dran. Und wenn du das so nachher durchziehst, dann bist du auch glaubwürdig, oder?
Jetzt würde ich auch noch gerne einen Blick in die Zukunft wagen oder vorausschauen. Das ist halt so im Sport allgemein und im Fußball spezifisch. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, selbst wenn die Saison fertig ist. In weniger als 2 Monaten geht die neue Saison los. Eben, die Mannschaft ist jetzt verständlicherweise müde, das Trainerduo auch. Soll es nächstens schon wieder ernst, gilt es wieder ernst. Die Mannschaft wird erst recht eine Gejagte sein nach dieser tollen Saison. Ist irgendwo auch ein bisschen Respekt rum? Oder anders gefragt, was sind jetzt die grossen Herausforderungen nach so einer Top-Saison, damit man, auf Deutsch gesagt, nächste Saison dann nicht auf die Welt kommt? Ja, die, das ist eine sehr gute Frage. Und durch das, dass wir es natürlich mit dieser Mannschaft auch noch nie so gross erlebt haben, können wir auch, müssen wir uns da wieder ein bisschen antasten, wie was wo. Es ist natürlich schon so, jetzt sind die Batterien leer, sind alle müde und so weiter. Und ich glaube, wenn nicht morgen und übermorgen gerade einer wieder auf den Fußballplatz kommt, gerade anfangen, um zu trainieren und so weiter. Wir brauchen jetzt eine gewisse Zeit, auch uns zu sammeln, wie als wir in Zukunft werden, das aufstellen. Natürlich, wie Sie es gesagt haben, werden wir die Gejagten sein. Wir werden uns aber auch dieser Herausforderung stellen. Aber auch hier wieder, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und nicht schon jetzt sagen, weil wir das erreichen, dann werden wir automatisch das in der neuen Saison auch erreichen. Weil es sind so viele Komponenten, die während der Saison werden uns wieder an uns herankommen, mit Verletzungen, x Sachen, die wir heute noch nicht gross können, einrechnen können. Man kann ein bisschen vorbeugen, das ist ja so, dass man kann sagen, okay, von der Kadergröße, wie können wir das definieren? Wir haben mal bis jetzt gesagt, wir werden ein bisschen schmäler werden in der in der neuen Saison. Aber man muss alles ein bisschen anschauen, wie sich das noch entwickelt. Und von daher werden wir sicher noch das eine oder andere Gespräch haben im Staff. Und nachher schauen, wie wir vorgehen. Wir werden auch mit der Belastung schauen, wie wir das werden machen. Ist das gut gewesen? Dürfen wir vielleicht noch ein bisschen hochfahren? Oder müssen wir eher ein bisschen zurückfahren? Aber das sind alles Sachen, die wir dann schlussendlich in einem Resümee von dieser Saison wird noch einmal stattfinden. Verständlich, dass wir die jetzt noch nicht gerade gemacht haben, weil es wäre wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel Konstruktives rausgekommen. Aber wir wollen da sicher auch hier wieder sehr, sehr kritisch auch, das darf man auch sagen, sie kritisch auch die Saison anschauen, obwohl es eine Top-Saison war. Aber wenn man weiterkommen will, muss man auch schauen, was und was nicht so gut war. Und aus dem heraus muss man die Lehre ziehen, damit dass man das in der neuen Saison vielleicht besser machen kann. Ja, ich komme sonst gerne zum Schluss. In diesen Tagen schlagen die Fußballherzen auch international oder vor allem international höher. In Deutschland fällt bald die Europameisterschaft an, wenn ich schon einmal 2 so Fußballexperten wie mir haben, würde ich natürlich gerne die Frage stellen, vielleicht auch für alle, die noch irgendein Tippspiel vor sich haben. Mit wem fiebern Sie mit? Wer gewinnt das Turnier? Und wie schneidet die Schweiz ab? Ja, ich glaube, dass man als Schweizer sicher in der Schweizer hilft, das ist keine Frage. Wir dürfen sogar dabei sein. Wir gehen nächsten Freitag mit unseren 2 Frauen bis am Sonntag auf Köln. Schaue ich dann Spiele an, Ungarn, Schweiz. Wo wir uns sehr freuen, auch mal, uns auch mal etwas gönnen in dem Sinn, beziehungsweise auch mal unseren Frauen mal etwas retour geben. Ich freue mich drauf, freue mich riesig drauf, dass die EM losgeht. Ich bin sehr gespannt, wie die Schweiz wird abschneiden. Mir gehört viel, sie hat Qualität. Wir hätten jetzt vorne, weiss man nicht, aber wenn ich die anderen Mannschaften sehe, Deutschland, wo eigentlich wieder Europameister werden und auch mit Problemen arbeitet oder hat, wird es spannend. Und wer Europameister wird, ich habe letzten Freitag, dem ist die Frage auch gestellt worden. Und dann hat er gesagt, es sind 2 Mannschaften im Finale und die gewinnt, werden Europameister. Also, das ist meine Antwort dazu. Ja, eben, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich kann mich auch noch ein bisschen mit dem Ganzen ein bisschen befassen und sage jetzt eben auf Ihre Frage, wie weit das die Schweiz kommt. Ich glaube, mit dem Modus korrigieren Sie mich, wo gefühlt 4 oder 6 Gruppen sind und dann 4 Beste kommt, glaube ich, auch noch weiter. Also es ist momentan, ja, also, Achtelfinale muss sicher das Ziel sein, wenn nicht sogar das Viertelfinale. Also, das ist der Anspruch, den die Schweiz auch mal hat. Und
auch immer publiziert wird. Meistens erlebt man es dann halt so, dass man geht ins Turnier und die grosse Ernüchterung kommt relativ schnell. Und ich möchte es von Herzen gönnen, fiebern natürlich auch mit, aber mein persönlicher Tipp, ich lege mich fest, es wird Frankreich. Und von dort her, ja, das hat, ich glaube, auch vom Kader her und so weiter, es ist eine Top-Mannschaft, was sie noch müssen daheim lassen. Und ich sage, es wird Frankreich. Sehr gut, sind wir gespannt, wie das rauskommt. Roger Felber, Reto Burchert, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute meine Gäste sind, hier beim WB Gespräch. Und noch einmal herzliche Gratulation zu dieser hervorragenden Saison mit dem FC Schütz. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Roger Felber und der Reto Burchert haben noch ein Geschenk mitgenommen. Ich war selber überrascht. Und zwar ein Liebli, ein Matchliebli vom FC Schütz, von der ersten Mannschaft, unterschrieben von allen Spielern und Staffmitgliedern. Und das Liebli verlosen wir sehr gerne. Wie Sie das gewinnen können, das lesen Sie im Bötu vom Freitag. Mir bleibt noch Danke zu sagen für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim WB-Gespräch. Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bote ist Ihnen präsentiert worden von der Raiffeisenbanken aus der Region, der Swiss Chrono AG in Menznau und Ottos.